Wir haben es jetzt mit einer Kernschmelze zu tun des Koalitionsvertrages. Alles, was an Einigungen in den vergangenen Jahren zwischen den drei Ampelparteien möglich war, war auf Basis eines Betrugs der Schuldengrenze möglich. Mhm. Nichts anderes. Also man hat sich damals zusammengesetzt und hat gesagt, wir wollen den Koalitionsvertrag machen. Wir haben zwar kein gemeinsames Projekt, aber irgendwie müssen wir es hinkriegen. Die Sozialdemokraten müssen ihre sozialen Themen kriegen und die Grünen müssen ihre Klimathemen kriegen. Und die FDP, sie muss das Einhalten der Schulden Bremse kriegen und keine Steuererhöhungen. Und das Ergebnis war, als man festgestellt hat, das geht nicht zusammen, dass man sich einen Trick überlegt hat, wie kann man die Schuldenbremse betrügen. Wir müssen die Kirche im Dorf lassen, das sind jetzt 60 Milliarden. Ich glaube, das Kernproblem ist aus wirtschaftlicher Sicht, dass die Ampel sich entschieden hat, wie viele andere Regierungen, eine Politik zu machen, in der man sagt, wir versuchen, die Klimatransformation mit Subventionen hinzukriegen. Man kann ja zwei Dinge tun. Entweder man sagt, wer Klimagase vermeidet, kriegt eine Subvention. Oder man sagt, wer Klimagase ausstößt, der wird besteuert. Ne? Mhm. Jetzt, wenn man besteuert wird, also durch CO2-Preis, das ist natürlich nicht so schön. Schulden erlauben es, die Kosten dieser Transformation ein bisschen zu verstecken, in die Zukunft zu verlagern. Und das ist einfach populärer. Und das hat man jetzt versucht und das ist daneben gegangen. Jetzt reden wir über 15 Milliarden über 4 Jahre. Das ist viel Geld, aber es ist kein Betrag, den man nicht irgendwie bewältigen kann. Wir müssen uns über die anderen Fonds beugen und müssen sagen, wie geht es weiter. Und deswegen rauchen jetzt alle Köpfe, die sich genau damit befassen. Und jetzt ist es trotzdem die Bürgerinnen- und Bürgerpflicht und erst recht die Pflicht von Politikerinnen und Politikern zu fragen, wie geht es weiter? Und sie tun so, als ob es für irgendwie ein paar nette kleine Klimaprojekte ginge. Nein, es geht um den Kern der Industrie, um den Kern der Wirtschaft in Deutschland. Wie funktioniert das in Zukunft? Herr Rußbaum war der Erste, der sich gemeldet hat. Warum? Weil er gesagt hat, ja, natürlich, wir brauchen klimaneutrale Industrie. Wir brauchen Wasserstoff, wir brauchen Batterietechnik, wir brauchen die Elektromobilität in Deutschland. Wenn man jetzt riskieren will, dass das alles woanders hingeht, kann man machen. Aber die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer machen sich einen riesen Kopf darum. Im nächsten Schritt müssen wir uns natürlich die Frage stellen, was heißt das? Ich glaube, das heißt was für die Frage, wie machen wir in diesem Land ganz generell Klimapolitik und Wirtschaftspolitik? Ich glaube, da brauchen wir mehr Ordnungspolitik und weniger das Glauben, dass staatliche Ausgaben das alleinig Entscheidende sind. Und zweitens, das heißt übrigens natürlich auch, das ist richtig, dass wir uns die Frage stellen müssen, gibt es Bereiche, wo wir durch Priorisierung den Bundeshaushalt umschichten können? Und als ehemaliger Sozialpolitiker sage ich, ja, ich glaube, dass wir im Bereich der Sozialausgaben uns zum Beispiel die Frage stellen können, wie bringen wir mehr Menschen in Arbeit? Da sind andere Länder besser. Diese Frage hat jetzt höhere Dringlichkeit. Ja, ich glaube, dass wenn wir ganz ehrlich uns die Grundlagen öffentlicher Finanzen anschauen, wir uns stärker anschauen müssen, was sind eigentlich die Grundstrukturen eines Bundeshaushaltes und da fließt ein Viertel in den Rentenzuschuss und müssen wir uns nicht jetzt noch mit höherer Dringlichkeit, ich glaube das seit vielen Jahren, die Frage stellen, müssen wir nicht das Rentensystem grundlegend reformieren, damit wir langfristig auch im Bereich der öffentlichen Finanzen Freiräume haben. Diese Koalition ist einfach nicht in der Lage, sich auf diese Entscheidung zu treffen. Ich halte tatsächlich die Ampel für außerstande, die Entscheidung, die jetzt antritt, zu treffen. Ich meine, wenn man zurückblickt, welche Entscheidungen mussten die drei Koalitionspartner treffen und welche von denen waren friedlich und einvernehmlich? Fällt einem kaum was ein. Die haben sich schon gestritten über die Frage, ob irgendwie 2 Atomkraftwerke oder 3 Atomkraftwerke 0 Monate oder 4 Monate länger laufen sollen. Also da war schon ein Machtwort des Kanzlers nötig, schon über die Frage, ob irgendwie ein chinesischer Staatskonzern in einer Subgesellschaft des Hamburger Hafens einen Teil erwerben darf, war ja schon quasi der Krisenfall. Und ich sehe einfach nicht, wie diese Grundsatzfrage, wollen wir jetzt mehr belasten oder wollen wir mehr subventionieren? Also in dieser Frage ist ja keiner weiter auseinander als Ihrer beider Parteien, Sie beide persönlich vielleicht jetzt nicht, aber Grüne und FDP. Und ich sehe einfach nicht, wie das in den nächsten Monaten gelingen soll. Und es muss ja jetzt unter Hochdruck gelingen. Es gibt ja eine Alternative. Herr Dobrindt hat es ja freundlicherweise gerade sogar angedeutet. Man kann sich mit der Union zusammensetzen und darüber sprechen, ob wir wie bei der Bundeswehr ein Sondervermögen Klimatransformation machen. Ich würde von der Union erwarten, dass sie dann
aber verlangt, dass man wirklich die Ausgaben auf den Prüfstand stellt und vielleicht sogar auch andere Ausgaben auf den Prüfstand stellt. Also ist es nicht so, als gäbe es keine Wege. Im Moment prüft man ja offenbar auch, ob man eine neue Notlage ausruft. Davon würde ich eher abraten. Das Jahr ist fast vorbei und das würde ich für gefährlich halten. Also es gibt schon viele Optionen. Ich glaube, die Ampel, das ist, glaube ich, eine Situation, in der die Ampel sich auch bewähren kann. Ich meine das nicht zynisch. Ihr Finanzminister sagt, Deutschland hat kein Einnahmenproblem. Es hat ein Ausgabenproblem. Also müssen wir uns doch über die Ausgaben unterhalten. Sie haben in diesem Klimafonds 60 Milliarden weniger. Sie tun aber nichts dafür, dass man in Ihrem sogenannten Kernhaushalt jetzt etwas einspart, damit wieder mehr im Klimafonds zur Verfügung steht. Gar nichts. Bürgergeld 10 Milliarden zusätzlich im nächsten Jahr. Wird jetzt einfach so mal schnell auch durch diesen Haushaltsausschuss durchgewunken. So wird am Schluss wieder ein verfassungswidriger Haushalt drauf. Und ich kann Ihnen nur sagen, wenn das passiert, wir werden den auch entsprechend wieder beklagen, weil wir einen weiteren Betrug, eine weitere Trickserei auch jetzt nicht akzeptieren. Das ist eigentlich fast wie eine Neuerfindung dieses Gerichts für sich selber, weil eben bisher sehr viel Verständnis immer da war für politische Zwänge, also bei bisherigen Urteilen. Und die Ampel hat sich da eben in der Sicherheit gewiegt, dass es vielleicht so laufen könnte, dass man eine Obergrenze für diese Sondervermögen macht oder dass man irgendwie es zeitlich ein bisschen streckt oder dass man sagt, ihr müsst das in der Zukunft anders machen. Aber dass es wirklich so Knall auf Fall ihnen das Fundament der Koalition ja auch weggezogen wurde. Das ist, glaube ich, der totale Schock. Denn es war ja, man sieht das ja auch an den unterschiedlichen Reaktionen auf dieses Urteil. Herr Lindner sagt, das ist doch toll, das stärkt die Schuldenbremse. Die Grünen sagen, das ist ein Zeichen, dass die Schuldenbremse reformiert werden muss. Und die SPD, Frau Esken, sagt, ja, das ist ein ganz klares Zeichen, die Schuldenbremse muss ausgesetzt werden ab jetzt. Also wenn man da die Bandbreite der Antworten sieht, dann zeigt das ja, wie weit die Ampel da schon gespalten ist und auseinander ist.